Herzlich willkommen, meine Minis, zu diesem Video. Ja, wieder Pokémon Trading Card Game Online. Ich weiß, das schaut sich eh keiner an und es interessiert niemanden. Aber mir macht's Spaß. Und ja. Was wir machen, bevor das hier losgeht, wir öffnen ein paar Booster, weil ich finde das immer lustig. Und wir schauen mal, was wir kriegen. Also, ich habe mir fünf Noble Victories geholt. Und? Nee, nee. Oh, das kann ich sogar brauchen, ja. Oh, das, wobei, die sind beide, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das Viech, also da kann man ein gescheites Deck drum bauen. Und ansonsten eigentlich nichts gut. Komm. Ja, das ist voll gut, das Viech, ja. Awesome. Und das ist, oh mein Gott, was für ein gutes Booster. Drei richtig gute Karten, ja. Nice. Okay, komm. Was kann das? Ich spiele kein Player vom hier zur Hand. Oh, jawohl. Oh, das ist cool. Also, wenn man die am richtigen, wenn man die ganz früh rausbringt, dann gewinnt man automatisch immer. Da kommt vielleicht auch ein cooles Deck drum. Und Durant, und, aber sonst ist eigentlich nichts. Komm. Den habe ich schon. Ah, oh, das war wieder nett so. Schade. Den habe ich schon. Aber wenn ich davon noch ein paar kriege, könnte ich da vielleicht auch ein Deck drum bauen. Und? Oh, ja! Kupalion! Ja! Das Ding ist irgendwie drei Packs wert. Ja! Wie nice. Und das ist dieses ultra seltene Mauzi, glaube ich. Oder? Nee. Aber ansonsten. Ansonsten nichts, aber. Oh, wie awesome! Ah, das Viech ist voll gut! Okay, gut, dann gehen wir mal raus. Und spielen eine Runde. Ich habe mein Deck jetzt. Oh! Genau, was wir machen, wir gehen noch kurz in Deckbilder und. Ich zeige euch kurz mein Deck und ich muss es auch ein bisschen abändern. Ich habe da gerade eben was rumprobiert und es hat mir nicht so gefallen, also. Wir gehen einfach mal dann hier so rein und dann. So, ich habe die hier da reingebaut und die sind nicht gut. Das heißt, die nehmen wir direkt wieder raus. So, und stattdessen nehmen wir wieder rein. Nehmen. Oh. Ich bräuchte halt irgendwie mehr von denen. Die könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Aber was nehmen wir denn rein? Ich habe Apple. 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 Welchen nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen einfach noch ein zweites Clever. Noch einen da, noch eine davon. Oder eine, eins. Oh, Katze ist gerade reingekommen. Mach mir doch keine Angst, Katze. Und was habe ich denn noch so? Ich habe noch vier Karten frei. Das heißt. Ich glaube, wir. Was habe ich hier? Das passt da eigentlich alles. Ich habe noch vier Karten frei. Ich glaube wirklich, ich probiere mal. Ich probiere mal die da. Das heißt, ich nehme einfach mal zwei davon. Dann habe ich auch direkt zwei Basis-Pokémon. Ja, das ist gerade mein Problem. Da fehlt es mir an Basis-Pokémon. Und ich glaube, wir nehmen einfach noch einen Trainer. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen einen Changarm. Wo ist er? Da, genau. Davon kann man nie genug haben. 60 Karten total und es passt ja. Also ich zeige euch nur mal ganz kurz, was das ist. Also ich habe hier 2-2-2. Es geht einfach nur darum, dass ich eins von denen rausbringen muss. Und ich habe zwei drin, falls die gepriced werden, also falls die in den Preiskarten kommen. Was das kann, ist, ich kann Rain Dance ist jedes Mal pro Runde kann ich so oft wie ich will eine Wasserenergie von meiner Hand auf eins meiner Pokémon, auf meine eins meiner Wasser-Pokémon spielen. Und da ich also logischerweise nur Wasser-Pokémon im Deck habe, außer Clefa, aber auf Clefa spielt man eh keine Energiekarten, weil es hat keine Fähigkeit, die Energie braucht. Also funktioniert es natürlich wunderbar. Und dann habe ich hier den da, was das kann, es macht 10 plus 20 für jede Wasserenergie, die an ihm dran ist. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Allerdings ist das hier noch viel besser. Was das hier kann, ist, es macht 30 plus 10 für jede Energiekarte, also für jede Wasserenergie, die ich im Spiel habe.
Das heißt, es ist wesentlich viel stärker als das hier. Wobei das jetzt auch nicht schlecht ist. Und dann habe ich noch zwei Kyurems drin, einfach nur, weil die halt absolut lächerlich imbar sind. Also, jo. Ich habe aber auch nur zwei. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich mehr reintun, vielleicht nicht. Nein, cancel, kurz speichern. Raindance und dann, okay. Okay. Sehr gut. Dann gehen wir einfach mal kurz ein Spiel machen. Schönes Expert-Game. Und ja, das ist jetzt live, weil ich habe gedacht, so, ja, komm. Das mit den, vor allem das mit den Karten, mit dem Boostern öffnen, das funktioniert nur live. Und ich bin echt froh. Ah, ich habe voll die guten gekriegt. Ich bin gerade voll abhängig von dem Spiel. Aber es macht auch echt Spaß. Also ich finde es ein tolles Spiel. Also mir persönlich macht es viel Spaß. Und ich ziehe direkt mal voll den Scheiß zusammen. Das war ja klar. Okay, komm, machen wir direkt mal. Komm. Zahl, zahl. Tails, Tails. Halt. Naja, gut, dann schauen wir, was hat er so. Ah, das ist auch ein Baby-Pokémon. Ah, das ist aber cool. Also, was Baby-Pokémon sind, sind praktisch, die haben alle die gleiche Fähigkeit. Die haben alle Sweet Sleeping Face. Was Sweet Sleeping Face macht, das hat Clefairy auch. Solange die schlafen, kriegen sie keinen Schaden. Also da kannst du sie noch so sehr angreifen, die kriegen keinen Schaden. Alle anderen Effekte gehen noch durch, das ist wichtig, aber Schaden kriegen sie keinen. Und dann haben die noch irgendwelche Effekte. Zum Beispiel was Science kann, also die haben dann alle noch einen Angriff, der kostet keine Energiekarten, den kann man einfach machen. Und Set kriegt, ja, schläfert sie dann noch ein. Also was Clefairy kann, Clefairy ist das Beste von denen, ganz ehrlich. Was Clefairy kann, ist Eek. Und da funktioniert mit dem Professor Eich. Also ich mische meine Hand ins Deck und ziehe sechs neue Karten. Danach ist Clefairy schlafend. Und er hat irgend so ein anderes merkwürdiges Viech, das irgendwie nicht ganz so der Wahnsinn ist. Ah, okay, gut. Wir hauen erstmal einen Pokémon-Collector raus. Was der kann, ist, ich kann mein Deck nach drei Basis-Pokémon durchsuchen. Und das fängt ja großartig an. Ich habe euch ja gesagt, ich habe hier für Relegator Prime, ne? Und meine beiden Totodiles, also meine beiden Vorentwicklungen, sind in den Preisen. Das ist ziemlich scheiße, um es jetzt mal so zu sagen. Aber wir nehmen einfach mal irgendwie so. Also das ist jetzt äußerst problematisch. Aber die hauen mir einfach mal alle auf die Bank, weil ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich sonst groß machen soll. Ja, ich habe keine Energie, ich habe gar nichts. Ich einfach mal. In der Hoffnung, dass ich was Gescheites kriege. Ich meine, was könnte schon schlimmstenfalls passieren? Ja, ich ziehe eine Energie und noch mehr Entons, danke. Aber damit könnte ich dann vielleicht. Oh nein, spielt er Durant? Ich habe noch nie gegen Durant gespielt. Also das ist. Ja, er spielt Durant. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich kann. Also für jedes Durant, das im Spiel ist, kriege ich. Oder nee, kann der mir die eine Karte von meinem Deck runterziehen. Also die oberste Karte. Und was halt, ja, was man halt mit dem Ding macht, ist praktisch, man bringt vier ins Spiel und hält die dann die ganze Zeit am Leben. Und essentiell versucht man einfach nur den Gegner da, also dadurch kaputt zu machen, da man versucht dadurch zu gewinnen, dass man ihn halt keine Karten mehr im Deck lässt, dass er halt nichts mehr machen kann. Und das ist durchaus problematisch. Vor allem die Kombination, die er da hat, weil er damit kann der praktisch eine Energie von einem meiner Pokémon zu einem anderen schieben. Also wir hauen erstmal den Charon raus und hoffen, dass wir irgendwie einen Catcher kriegen oder sowas. Nur Energiekarten. An sich wäre das jetzt gut, weil ich würde ja versuchen, mein merkwürdiges Viech ins Spiel zu bringen. Aber mein Hauptproblem ist gerade mein Clefairy. Weil solange ich Clefairy im Spiel habe, kann ich praktisch sonst keine Energien spielen, weil der wird die einfach auf Clefairy schieben und das sind so unglaublich unnütz. Das heißt, alles, was ich gerade machen kann, ist mehr oder weniger warten darauf, dass er dass er eins von den Durants reinschickt. Weil dann kann ich anfangen, meine Viecher zu benutzen. Davor halt nicht wirklich. Oh, allgemeine Energiekarten spielen kann ich dann anfangen. Ja, ich kann nicht mehr machen. Mal schauen, was er macht. Also, das Viech habe ich noch nie gesehen, aber ist echt gut. Was auch ist bei den Babys, die haben alle keine Schwäche, keine Resistenz und auch keine Rückzugskosten. Also, jo.
An sich sind Babys ziemlich fucking epic. Es gibt sogar einen Baby-Killer, also Tyroke. Was der macht, der ist der. Oh, ich habe den Bildschirm ein wenig verschoben. Runterscrollen bitte. Ah! Okay. Ja, komm, komm. Ich schieb's mal gleich wieder richtig hin. So, jetzt soll's wieder passen. Ah, schaut, jetzt fängt er an damit. Ja, schau, genau das macht. Er deckt mein Deck einfach aus. Was jetzt sein Problem ist, ist allerdings, dass ich halt Kyurem spiele und Kyurem ist der ultimative Counter gegen seine Viecher. Also, ja, das ist bitter, dass ich Kyurem benutze. Ja, ich beende meinen Zug. Ich muss einfach nur versuchen, drei Energie auf Kyurem zu kriegen. Sobald ich das schaffe, kann ich anfangen, einfach seine ganzen Viecher wegzublasen, weil ja, Glacial sorgt dafür, dass ich 30 Schaden bei allen seinen Viechern mache. Also kein Unterschied, was. Und Catcher, oh mein Gott. Ja, das ist Durant. Extrem nervig. Und ich kann nicht wirklich viel dagegen machen. So, schauen wir mal. Habe ich da irgendwas Nützliches drin? Professor Oak und sonst eigentlich nichts. Das heißt, jo, ich werde einfach. Ich glaube, genau, ich setze darauf, dass ich irgendwie einen Switch ziehe. Weil mehr kann ich wirklich nicht machen. Was ist bei Durant, ist halt so für ihn so ein bisschen das Problem, dass er tatsächlich überleben muss, so lange. Ansonsten, ja, gewinne ich halt einfach. Oh, sehr gut. N ist super. Was N macht, ist, wir mischen beide unsere Karten als Deck und wir ziehen beide sechs neue Karten. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass was Gescheites dabei ist. Und nein, natürlich nicht. Goddammit. Aber ja, ich sehe schon, der macht mein ganzes Deck weg. Und ich kann nicht wirklich viel machen. Ja, damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen, aber wir spielen einfach mal das. Und hoffen auf den Switch. Komm, Switch. Switch, 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 Chunk-Arm. Nein. Okay, das ist schon praktisch. Und da ist auch noch kein Switch drin. Dann kann ich nichts machen, außer mein Zug beenden. Ja, das Problem ist jetzt halt erstmal mal ein Kyurem ins Spiel zu kriegen. Und sobald ich das habe, wird das Ganze wesentlich einfacher und auch schaffbar, aber davor halt wirklich nicht. Na, na, na. Durant, das ist so ziemlich das gayste Deck überhaupt. Also es ist so. Ich habe schon viele Videos drüber gesehen und. Das ist voll lame. Ich meine, schaut's euch an, der zieht mein Deck voll weg. Crushing Hammer. Danke. Was das macht, ist Münze werfen und bei Kopf kann er eine Energiekarte von meinem Pokémon wegziehen. Okay, go. Ja, er holt sich den direkt wieder mit Chunkarm. Chunkarm, zwei Karten aus der Hand weg. Und kannst dir den Trainer wiederholen. Und der kriegt's nochmal. Oh mein Gott, verarsch mich halt. Fuck, was mache ich gegen den? Und der macht mir mein ganzes Deck kaputt. Danke. Fuck, hätte ich nur dieses eine beschissene Viech. Oh mein Gott. Hätte ich nur eins von diesen. Ah. Oh. Ah, komm, fuck it, ich gebe auf. Ich habe keine Lust auf das Spiel, ganz ehrlich. Das ist ja mal so nervig. Okay, komm, wir versuchen einfach noch eins. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Oh. Go, go, go. Ein bisschen schnelleres Match wäre jetzt schön. Vielleicht eins, wo ich dann auch tatsächlich mein Deck zeigen kann und nicht von Anfang an nur Scheiße ziehe. Mann, wie nervig. Ganz ehrlich. Aber an sich ist das gut. Was soll ich einen Sound da machen? mach jetzt mal einen Sound. Okay, der ist nervig ausmachen. Okay, ich habe Kyurem direkt am Anfang. Das ist nicht unbedingt das Beste, weil Kyurem braucht mindestens zwei Züge, um überhaupt irgendwas machen zu können. Und sagen wir so, mein Deck ist nicht das Schnellste an sich. Also das ist es auf keinen Fall. Allerdings basiert das nicht auf Geschwindigkeit, sondern es basiert darauf, mal ins Laufen zu kommen und dann einfach wegzublasten und einfach mit ganz vielen starken Angreifern
halt anzugreifen. Allerdings muss man die halt erstmal ins Spiel bringen, das ist ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, ich spiele meinen Cleffer und switch das dann. Übrigens schaut so aus, als ob er ein Deck spielt, das nur aus den Standard-Pokémon zusammengesetzt ist. Also, ja, er hat einen Win, das wird wahrscheinlich ein ziemlich einfaches Spiel. Naja, gut, vielleicht kann ich dann so ein bisschen mein Deck zeigen. Ziehe ich irgendwas Gutes? Nein. Aber wenigstens bleibt's schlafen. Also dann kann er mich nicht töten. Das ist natürlich super. Das eine Problem, das die Babys haben, ist nämlich, die haben alle 30 Leben. Und 30 Leben, das ist jetzt wirklich nicht viel. Es gab tatsächlich schon Leute gesehen, die haben mehrere Babys in ihrem Deck. Also ich habe ja auch zwei drin, allerdings habe ich nur zwei Cleffers drin. Für den Fall, dass eins von denen im Preisen ist. Ich brauche das zweite eigentlich nicht und wenn ich es nicht spielen muss, spiele ich es nicht. Aber ich habe dann tatsächlich schon gegen Leute gespielt, die haben dann irgendwie zwei oder drei Babys im Spiel gehabt und ich hole mein Cubone und blast einmal mit Glacier drüber und die sind alle weg. Und krieg halt sofort meine Preise. Und das ist dann halt natürlich unpraktisch. So, was er jetzt macht, ist wahrscheinlich Static Legend. Damit kann man sich selber hochboosten, das ist eigentlich ganz gut. Habe ich richtig gesehen, dass er nur 60 Karten hat? Also der spielt das ganz normale Standard-Elektro-Deck. Na gut. Er hat schon mal den Typ-Vorteil, weil mein Hauptangreifer, den ich in meinem Deck benutze, ist der Dude und der ist schwach gegen Elektro. Also, so gesehen hat er sogar eigentlich eine relativ gute Chance. Ich glaube, so darf man es nicht nennen, aber. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass wir was Gescheites ziehen. Ist blöd, dass ich jetzt N dafür benutzen muss, aber hey. Man tut, was man tun muss. So. Okay, spielen wir erstmal den da. Und den da. Und gehen direkt nochmal IG. Ich brauche mehr Karten, ich brauche neue Karten, ich brauche mehr Karten. Das hier ist übrigens der Grund, warum ich Pokémon Trading Card Games so viel cooler finde als alle anderen. Weil einfach die Möglichkeit, weil es einfach so viele Sachen gibt, womit man seine Hand rausmischen kann. Und deswegen ist man nicht so ganz davon abhängig, was man zieht, sondern ist eher so, man kann es besser kontrollieren und man kann so denken, so was möchte ich jetzt machen, welche Karte möchte ich so als nächstes haben, damit es gut läuft. Und das ist jetzt halt der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Deck, mehr oder weniger. Und wie gesagt, eher das Standarddeck, das heißt, der Junge hat wahrscheinlich nicht so viele Chancen. Naja. Eins verloren, eins gewonnen, whatever. Go, go. Braucht ja lang. So. Oh, ich habe gerade so ein Glück. Ist unglaublich. Normalerweise habe ich gar keins. Aber ja, jetzt ist mein Ding fertig und ich gebe das Pokémon Communication. Was macht? Ich mische ein Pokémon zurück ins Deck und ich kann mir eins raussuchen. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ist egal. Wie gesagt, am Anfang erkläre ich das alles noch. Aber so nach einer Weile solltet ihr das dann schon wissen. Aha. Also die zwei Leute, die sich die Videos anschauen. An den ganzen Rest, die sich das jetzt nicht anschauen und es deswegen nicht hören werden. Allerdings kann ich nicht die ganze Zeit Horn machen. Schon mal daran gedacht. Es ist einfach nicht möglich. Leider. Ich würde es ja gern machen, allerdings. Geht halt nicht. Ich habe auch keine Lust, jede Nacht immer meinen Rechner anzulassen, weil ansonsten kann ich es halt nicht hochladen, weil es so lang dauert. Naja, gut. Soll ich nochmal ein Eek machen? Na komm, wir gehen raus. Go, Kyurem! Und Glacier. Boom, 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 boom. Oh, ihr seht schon. Funktioniert ausgezeichnet. Was hat denn der noch so? Lantern. Oh ja. Wenn dem jetzt nicht bald was Gutes einfällt, dann hat er gleich in zwei Runden oder so verloren. Go, 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 go. Übrigens, Leute, ich habe jemanden gefunden, der Scoutbus das machen will. Das freut mich. Der macht das dann und das wird dann ganz toll. Hoffe ich. Ah, sehr gut. Was ich jetzt. Das ist eine gute Runde. Dann gehe ich nämlich einfach Junkarm und hau euch beide weg. Und hole mir eine Pokémon Communication wieder. Und damit. Bye bye. Golduck. Entoron. Entoron.
Und ich hole mir meinen Feraligatr. Und den hauen wir direkt mal raus. So, und dann habe ich noch eine Energiekarte über, die ich jetzt nicht spielen muss. Deswegen liegen lassen werde und einfach mal ein Glacier draus. So. Boom, 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 boom. Triple kill. So, NP. Naja, ich will keine Karten schauen hier. So. Jetzt ziehe ich natürlich die beiden, die mir jetzt gar nichts mehr bringen, weil ich habe ja schon 9 im Spiel. Aber ja, so in etwa funktioniert mein Deck. Nur dass es jetzt halt natürlich ein bisschen doof ist, weil ich spiele jetzt nicht unbedingt gegen den besten Spieler. Mit den besten Karten, was halt klein wenig langweilig sein kann, ist. Eigentlich ist, aber. Naja gut, wir spielen erstmal hier eine Energie auf Golduck. Auch ein Vorteil von Golduck ist, dass er sich hier um 20 Leben, also heilt. Immer wenn man eine Wasserenergie, glaube ich, drauf spielt und. Jo, das ist eigentlich eine tolle Fähigkeit. Aber cool, wir haben eine Pokémon Communication. Die hauen wir raus und holen uns einen Werten her. Den da. So, dich hätte ich gern. Und ich glaube, wir fangen an, dich hochzupumpen. Also ich zeige euch jetzt direkt mal, wie Raindance geht. Und dann kann ich hier so da Raindance drücken und dann gehe ich hier hin und dann kann ich hier noch eine anlegen. Und das könnte ich jetzt so oft machen, wie ich will und kann. Mit kann, wie viel Energie ich halt habe. Und dann fange ich einfach an, weiter reinzuhauen. Also an sich praktisch das Deck, das fängt langsam an, aber sobald es mal ins Laufen kommt, ist GG. Allerdings sollte das ja auch so sein. Go, go, go. Also ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich wollt ihr alle gar nicht dieses Spiel sehen. Und wollt alle nur Horn haben. Horn dauert so lang zu machen. Das ist so, ich würde ja gerne die ganze Zeit Horn machen, aber irgendwie. Es dauert so lang und es geht auf Dauer auch auf die Stimme. Und das ist ein bisschen blöd. Ich habe irgendwie meine Standards zu hoch gesetzt. ich meine, schaut euch mal irgendwie andere Channel an. Ich mache es jetzt selber auch, was weiß ich was. Ich schaue mir irgendwelche Call of Duty Channel an. Und die Leute, die sagen dann so, oh, ich hatte so einen Zeitaufwand mit einem Video. Das hat sicher 3 Stunden hochgeladen und es hat 1 Stunde gebraucht zum Machen. Und ich denke mir dann so, Junge, ich mache das Video, ich rendere es 4 Stunden und ich lade es 8 Stunden hoch. Ich brauche ewig. Und ihr beschwert euch über irgendwie 3 Stunden. Könnte ich. Bäh. Unglaublich nervig. Und die Leute haben natürlich viel mehr Views wie ich. Tja, whatever, kann man nichts machen. Aber ich habe gewonnen und es war jetzt nicht so das spannende Spiel, aber. Naja. Ich habe schon ein spannenderes Spiel fertig und das werde ich dann. Also das habe ich schon aufgenommen, allerdings habe ich da keinen Live-Commentary gemacht. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen mit dem Kartenaufmachen am Anfang. Also ich fand es lustig. Ich denke darüber nach, das immer zu machen, aber dann können wir nicht mit 5 machen, mit 3 oder so. Aber ja, bis zum nächsten Video.